25. Leiden einer verheirateten Seele. Sie las in ihrem Leiden viel und entdeckte, dass ihr etwas verloren gegangen war, von dessen Besitz sie vor dem nicht viel gewusst hat. Eine Seele. Was ist das? Es ist negativ leicht bestimmt. Es ist eben das, was sich verkriecht, wenn man von algebraischen Reihen hört. Aber positiv. Es scheint, dass es sich da allen Bemühungen, die es fassen wollen, erfolgreich entzieht. Es mag sein, dass einstmals etwas Ursprüngliches in Diotima gewesen war. Eine ahnungsvolle Empfindsamkeit, damals eingerollt, das dünn gebürstete Kleid ihrer Korrektheit, was sie jetzt Seele nannte und in der gebartigten Metaphysik Metalinks wiederfand. In Novalis, vor allem aber in der namenlosen Welle von Dünnromantik und Gottessehnsucht, die das Maschinenzeitalter als Äußerung des geistigen und künstlerischen Protestes gegen sich selbst eine Weile lang ausgespritzt hat. Es mag auch sein, dass dieses ursprüngliche Diotima als ein Etwas von Stille, Zärtlichkeit, Andacht und Güte genauer zu bestimmen war, das nie einen rechten Weg gefunden hatte und beim Bleigießen, welches das Schicksal mit uns veranstaltet, in die komische Form ihres Idealismus geraten war. Vielleicht war es Fantasie, vielleicht eine Ahnung von der instinktiven, vegetativen Arbeit, die täglich unter der Decke des Leibes vor sich geht, oder der seelenvolle Ausdruck einer schönen Frau uns anblickt. Vielleicht kamen bloß unbezeichnbare Stunden, wo sie sich weit und warm fühlte, die Empfindungen beseelter zu sein schienen als gewöhnlich, wo Ehrgeiz und Wille schwiegen, eine leise Lebensberauschung und Lebensfülle sie ergriff, die Gedanken sich weit weg von der Oberfläche nach der Tiefe richteten, selbst wenn sie nur dem Geringsten galten, und die Weltereignisse fern lagen wie fern, Fernlagen wie Lärm vor einem Garten. Diotima meinte dann unmittelbar, das Wahre in sich zu sehen, ohne sich darum zu bemühen. Zarte Erlebnisse, die noch keine Namen trugen, hoben ihre Schleier. Und sie fühlte sich, um nur einiges aus den vielen Beschreibungen anzuführen, die sie in der Literatur dafür vorfand, harmonisch. Human, religiös, nach einer Ursprungstiefe, die alles heilig macht, was aus ihr aufsteigt und alles sündhaft sein lässt, was nicht aus ihrer Quelle kommt. Aber wenn das auch alles recht schön zu denken war, über solche Ahnungen und Andeutungen eines besonderen Zustands kam nicht nur Diotima niemals hinaus, sondern ebenso wenig taten es die zu Rate gezogenen prophetischen Bücher, die von dem gleichen, in den gleichen geheimnisvollen und ungenauen Worten sprachen. Es blieb Diotima nichts übrig, als dass sie auch daran die Schuld einem Zivilisationszeitalter zuschrieb, wohin der Zugang zur Seele eben verschüttet worden ist. Wahrscheinlich war, was sie Seele nannte, nichts als ein kleines Kapital von Liebesfähigkeit, dass sie zur Zeit ihrer Heirat besessen hatte. Sektionschef Tutsi bot nicht die rechte Anlagemöglichkeit dafür. Seine Überlegenheit über Diotima war anfangs und durch lange Zeit die des älteren Mannes gewesen. Später kam noch die des erfolgreichen Mannes in geheimnisvoller Stellung dazu, der seiner Frau wenig Einblick in sich gewährt und den Nichtigkeiten, die sie treibt, mit Wohlwollen zusieht. Und von der Zeit der Bräutigamszärtlichkeiten abgesehen, war Sektionschef Tutsi immer ein Nützlichkeits- und Verstandesmensch gewesen, den sein Gleichgewicht niemals verließ.
Dennoch umgaben ihn die gut sitzende Ruhe seiner Handlungen und seines Anzugs, der, man könnte sagen, höflich ernste Geruch seines Körpers und Bartes, der vorsichtig feste Bariton, in dem er sprach, mit einem Hauch, der die Seele des Mädchens Diotima ähnlich erregte wie die Nähe des Herrn, die des Jagdhunds, der die Schnauze auf sein Knie legt. Und so wie dieser gefühlhaft umfriedet hinter Trein trabt, hatte auch Diotima unter ernster, sachlicher Führung die unendliche Landschaft der Liebe betreten. Sektionschef Tutsi bevorzugte darin die geraden Wege. Seine Lebensgewohnheiten waren die eines ehrgeizigen Arbeiters. Er stand früh am Morgen auf, um entweder auszureiten oder noch lieber eine Stunde spazieren zu gehen, was nicht nur der Erhaltung der Elastizität diente, sondern auch eine pedantisch einfache Gewohnheit darstellte, die, unerschütterlich durchgeführt, vorzüglich zum Bild verantwortungsvoller Leistung passt. Und dass er abends, wenn sie nicht eingeladen waren oder Gäste hatten, sich alsbald in sein Arbeitszimmer zurückzog, versteht sich von selbst. Denn er war gezwungen, sein großes sachliches Wissen auf jener Höhe zu halten, in der seine Überlegenheit über die adeligen Kollegen und Vorgesetzten bestand. Ein solches Leben setzt feste Schranken und ordnet die Liebe den übrigen Tätigkeiten ein. Wie alle Männer, deren Fantasie nicht vom Erotischen versehrt wird, war Tutsi in seiner Junggesellenzeit, wenn er sich auch hier und da des diplomatischen Rufes halber in Gesellschaft seiner Freunde mit kleinen Theaterchoristinnen gezeigt hatte, ein ruhiger Bordellbesucher gewesen und übertrug den regelmäßigen Atemzug dieser Gewohnheit auch in die Ehe. Diotima lernte deshalb die Liebe als etwas Heftiges, Anfallsweises, Kurzangebundenes kennen, das von einer noch stärkeren Gewalt auch nur einmal in jeder Woche losgelassen wurde. Diese Veränderung des Wesens zweier Menschen, die auf die Minute begann, um wenige Minuten später in ein kurzes Gespräch über nachzutragende Tagesereignisse und dann in planen Schlaf überzugehen. Etwas, wovon man in der Zwischenzeit nie oder höchstens in Andeutung und Anspielung sprach. Etwa so, dass man über die Partie honteuse des Körpers einen diplomatischen Scherz macht. Hatte jedoch unerwartete und widerspruchsvolle Folgen für sie. Eines Teils wurde es die Ursache ihrer übermäßig angeschwollenen Idealität. Jene offiziösen, nach außen gewandten Persönlichkeit, deren Liebeskraft, deren seelisches Verlangen sich auf alles Groß und Edle ausdehnte, das in ihrem Umkreis sichtbar wurde, und so innig sich daran verteilt und damit verband, dass Diotima jenen die Männerbegriffe verwirrenden Eindruck einer mächtig glühenden, aber platonischen Liebessonne hervorrief, durch dessen Schilderung Ulrich auf die Bekanntschaft neugierig geworden war. Andererseits aber hatte sich der breite Rhythmus ehelicher Berührung rein physiologisch ihr zu einer Gewohnheit entwickelt, die ihre Bahnung für sich besaß und sich ohne Verbindung mit den höheren Teilen ihres Wesens wie der Hunger eines Knechtes meldete, dessen Mahlzeiten spärlich, aber kräftig sind. Mit der Zeit als kleine Härchen aus Diotimas Oberlippe brachen und in ihr mädchenhaftes Wesen sich die männliche Selbstständigkeit der gereiften weiblichen Person mischte, kam mir das als Schrecken zu Bewusstsein. Sie liebte ihren Gatten, aber es mengte sich ein wachsendes Maß Abscheu darein, ja eine fürchterliche Beleidigung der Seele, die man schließlich nur den Empfindungen vergleichen konnte, die der in seine großen Unternehmungen vertiefte Archimedes gehabt haben würde, wenn ihn der fremde Soldat nicht erschlagen, sondern ihm ein sexuelles Ansinnen gestellt hätte. Und da ihr Gatte das weder merkte, noch ebenso darüber gedacht haben würde, ihr Körper aber sie gegen ihren Willen schließlich doch jedes Mal an ihn verriet, fühlte sie sich einer Zwangsherrschaft unterworfen. Es war wohl eine, die nicht für untugendhaft gilt, aber ihr Ablauf war genauso quälend, wie sie sich das Auftreten eines Ticks oder die Unentrinnbarkeit des Lasters vorstellte. Nun wäre Diotima dadurch vielleicht ein wenig schwermütig oder noch mehr ideal geworden, aber das fiel unglücklicherweise gerade in die Zeit, wo auch ihr Salon begann
ihr seelische Schwierigkeiten zu bereiten. Sektionschef Tutsi förderte sehr natürlich die geistigen Bestrebungen seiner Frau, da er bald erkannt hatte, welcher Vorteil für seine eigene Stellung sich mit ihnen verband. Aber er hatte niemals Teil an ihnen genommen und man kann wohl auch sagen, er nahm sie nicht ernst. Denn ernst nahm dieser erfahrene Mann nur die Macht, die Pflicht, hohe Abkunft und in einigem Abstand davon die Vernunft. Er warnte sogar die Ultima wiederholt davor, in ihre schön geistigen Regierungsgeschäfte zu viel Ehrgeiz zu setzen. Denn wenn Kultur auch sozusagen das Salz in der Speise des Lebens sei, so liebe feine Gesellschaft doch nicht eine allzu gesalzene Küche. Er sagte das ganz ohne Ironie, denn es war seine Überzeugung, aber die Ultima fühlte sich gering geschätzt. Sie fühlte beständig ein Lächeln in der Schwebe, mit dem ihr Gatte ihre idealen Bestrebungen begleitete. Und ob er sich zu Hause befand oder nicht, und ob dieses Lächeln, falls er wirklich lächelte, was keineswegs immer sicher war, in besonderer Weise ihr galt oder nur zu dem Gesichtsausdruck eines Mannes gehörte, der von Berufs wegen jederzeit überlegen aussehen muss. Es wurde ihr mit der Zeit immer unerträglicher, ohne dass sie sich von dem infamen Schein von Berechtigung zu befreien vermochte, den es sich anmaßte. Die Ultima gab zuweilen einer materialistischen Geschichtsperiode die Schuld daran, die aus der Welt ein böses, zweckloses Spiel gemacht hat, zwischen dessen Atheismus, Sozialismus und Positivismus ein seelenvoller Mensch nicht die Freiheit findet, sich zu seinem wahren Wesen zu erheben. Aber auch das nützte nicht oft. So waren die Verhältnisse im Hause Tutsi beschaffen, als die große patriotische Aktion die Ereignisse beschleunigte. Seit Graf Leinsdorf, um den Adel nicht zu exponieren, deren Mittelpunkt in das Haus seiner Freundin verlegt hatte, waltete dort eine unausgesprochene Verantwortung, denn die Ultima war entschlossen, jetzt oder nie, ihrem Gatten zu beweisen, dass ihr Salon kein Spielzeug sei. Seine Erlaucht hatte ihr anvertraut, dass die große patriotische Aktion eine krönende Idee brauche. Und es war ihr brennender Ehrgeiz, sie zu finden. Die Vorstellung, mit den Mitteln eines ganzen Reiches und vor den aufmerksamen Augen der Welt etwas verwirklichen zu müssen, was einer der größten Kulturinhalte sein sollte, oder bescheidener eingeschränkt, vielleicht etwas, das die österreichische Kultur in ihrem innersten Wesen zeigen sollte. Diese Vorstellung wirkte auf die Ultima, als ob die Türe ihres Salons aufgesprungen wäre und an die Schwelle schlüge, wie eine Fortsetzung seines Fußboots, das unendliche Meer. Es ließ sich nicht leugnen, dass das Erste, was sie dabei empfand, eine unermessliche, augenblicklich sich öffnende Leere war. Erste Eindrücke haben so oft etwas Richtiges an sich. Die Ultima war sicher, dass etwas Unvergleichliches geschehen werde und rief ihre vielen Ideale auf. Sie mobilisierte das Pathos ihrer Geschichtsstunden als kleines Mädchen, wo sie mit Reichen und Jahrhunderten rechnen gelernt hatte. Sie tat überhaupt alles, was man in einer solchen Lage tun muss, aber nachdem einige Wochen in dieser Weise vergangen waren, musste sie beobachten, dass ihr keineswegs etwas eingefallen sei. Es wäre Hass gewesen, was die Ultima in diesem Augenblick gegen ihren Gatten empfand, wenn sie des Hasses einer niederen Regung überhaupt fähig gewesen wäre. Deshalb wurde es Schwermut und ein bis dahin unbekannter Groll gegen alles stieg in ihr auf. Das war der Zeitpunkt, wo Dr. Arnheim in Begleitung seines kleinen Negers eintraf und die Ultima kurz darauf seinen bedeutungsvollen Besuch empfing.